Moin Leute! Hi! Moin! Herzlich willkommen bei den Tabletop Eagles hier. Heute mal ein etwas anderes Video. Er ist der Neue. Bin quasi der Rookie-Einsteiger. Ja, und heute geht es eigentlich darum, dass du mal ein bisschen zeigen wolltest von deinen neuen Sachen. Genau. Dass du jetzt angefangen hast. Ja. Und dann gibt es auch noch eine Überraschung, weil er kann nämlich noch was anderes. Was ihr im Hintergrund seht, das ist out. Aber also dazu gleich. Da kommt was Neues. Genau. Was Cooles. Also, dranbleiben. Gleich seht ihr das. So, dann kommen wir mal zum eingemachten Teil. Genau, ich bin ja quasi der Neueinsteiger hier in dieser Crew und habe eigentlich erstmal angefangen, das Logo zu machen von denen. Also wir müssen so anfangen, ich habe ihn eingekauft, also ich habe ihn gefragt, ob er, erstmal, das ist Gary, sagen wir so, ich habe ihn gefragt, ob er uns ein neues Logo machen kann und dann hat er gefragt, für was. Ende vom Lied ist jetzt, hat er mit 40k angefangen. Genau. Also du musst ja noch ein bisschen weiter ausholen, ne? Ursprünglich, er hat oder macht halt sehr viel und auch gute Zeichnungen von Comics, alles Mögliche. Genau. Und lustige Geschichte eigentlich. Wir kennen uns eigentlich schon ein bisschen länger, damals von der Berufsschule her. Dann hatten wir länger. Schule? Ja, Baumschule. dann hatten wir längere Zeit gar keinen Kontakt mehr nach Ausbildung und sowas alles. Und durch eine lustige Geschichte hat quasi er hier. Diese lustige Geschichte? Was ist denn das für eine lustige Geschichte? Ja, dass du ihn dann getroffen hattest. Seine Frau ist von meiner Frau die Arbeitskollegin. Ja. Hat dir so irgendwer gelacht? War das jetzt so lustig? Ja, lustige Geschichte, dass sich so der Kreis wieder schließt, weißt du? Ja. Teufelskreis. Ja, dass man sich jetzt quasi so wieder dann wieder gesehen hatte. Ja, und dann kam halt das Gespräch, weil er dann in der Zwischenzeit halt viele Zeichnungen und sowas gemacht hat. Hat er das halt gesehen und hat er gesagt, ja, ich frag mal wegen so ein Logo für den Kanal. Genau. So und so ging das Ganze halt dann ins Rollen. Und daraufhin hat er halt angefangen, dann mal ein neues Logo zu zeichnen. Genau, das. Genau. Was auch relativ cool geworden ist. Kommt das jetzt? Ja, das kommt nochmal hier jetzt? An der Stelle. Jetzt? Ja. Von da oder von da? Oder? Es kommt einfach. Es ist schon da. Es ist schon längst da. So, wie man jetzt das hier sieht, ist eigentlich sehr cool geworden. Genau, ein bisschen peppiger als das alte. Ja, also. Genau. Ist ein bisschen moderner, ne? Ja. Und wie nennt man diesen Stil? Ja, naja, Comic-Stil halt. Ich habe es halt so angepasst, dass es dann auch zu 40k passt. Ein bisschen. Also, dass es auf jeden Fall nach Krieg aussieht und nicht wie ein ganz normaler Adler. Und den Schriftzug, den habe ich auch ein bisschen verändert. Und ja, das war die Geschichte schon zu dem Logo. Ja, das ist soweit auch sehr, knapp, ne? Sehr cool geworden, auf jeden Fall. Wird dann. Muss wahrscheinlich dann auch das alte Logo hier ersetzen. Das ist ja ein bisschen statisch, ist das andere wird ja deutlich dynamischer. Es hat Rarität, das wird bestimmt immer mal sehr viel kosten. Ja. Bestimmt, ja. Merchandise-Artikel gehen raus, ne? Ja, also eigentlich, wie gesagt, wir wollten eigentlich ein Logo haben, wir hatten gedacht, T-Shirts vielleicht zu machen. Ja. Für uns so, wenn man auf eine Messe geht oder sowas, ne? Das hat ja auch einen Wiedererkennungswert und jetzt wollen wir es halt komplett dadurch ersetzen. Ja, weil ich glaube, dieses neue Logo hat auf jeden Fall deutlich einen besseren Wiedererkennungswert als das alte zuvor. Das war auch jetzt nicht schlecht unbedingt, ne, aber das war ja jetzt halt. Also mir ist trotzdem gefallen. Ja, es war okay, aber das neue ist doch schon deutlich kräftiger. So. Ja, und dann kam halt der Punkt halt irgendwie, wo dann die Frage kam, wofür macht ihr das, wofür braucht ihr das und sowas. Ja, und dann haben wir halt so ein bisschen erzählt, was wir halt so machen. Manuel hat wieder Verkaufsgespräche geführt. Ja, es ist ganz ehrlich, es ist so. Und, ich lock die Leute immer an und Manuel verkauft dann das Ganze. Okay. Ja, auch so, ne? Ja. Mehr oder weniger. Ja, dann haben wir ein bisschen erzählt, was das so ist, wie das funktioniert. Dann hatten wir noch ein kleines Testspielchen mal gemacht. Ich glaube, da hattest du mit meinen Necrons, glaube ich, gespielt gegen Tyranin von ihm. Meine Tyranin. Ganz kleine, also ein Testspiel. Genau, nichts Wildes, einfach ein kleines Testspiel, um das mal zu sehen, wie es abgeht. Ja, und das hat dir ja scheinbar dann gefallen, ne? Genau. Und dann habe ich ja angefangen, mir quasi die Tyranin auszusuchen. So, das ist das Volk, womit ich mich quasi identifizieren kann, weil das erinnert mich an die Alien-Filme von damals und finde ich halt ziemlich cool. Die sehen halt ziemlich cool aus und ja, zeigen auch noch, wie ich meine erste Figur angemalt habe, mit welchem Farbschema. Die kommt nämlich hier gleich. Ja, das zeigen wir gleich. Da.
Ja, und da habe ich mir erstmal das Einsteiger-Set quasi gekauft und auch von Manu ein paar Figuren abgekauft. Die sind allerdings noch nicht bemalt, die mache ich noch fertig. Nur deswegen hast du es gemacht, damit du deinen Scheiß absetzen kannst. Ja, ist es doch so. Nein. Ja, und wird cool. Definitiv. Ja, erste Modell war ja dann der Broodlord, ne, den du jetzt angemalt hast. Genau, ja. Das ist so quasi die erste Figur, womit ich angefangen habe, die anzumalen. Und nach dem Farbschema, was ich mir vorgestellt habe, die ich cool finde. Und die stelle ich euch gleich mal vor, damit ihr mal seht, wie die aussieht. Ja. Ist auf jeden Fall schon ganz cool geworden. Für den Anfang auf jeden Fall erstmal, ne? Den Techniken und sowas da. Wisst ihr ja selber, wenn man halt anfängt, dann muss man sich erstmal reinarbeiten und sowas. Das ist ja, aller Anfang ist schwer halt. Genau. Ja. Und so ist es ja auch. Und so ist es ja auch mit dem ganzen Equipment, ne? Mittlerweile, also wahrscheinlich ich und du wahrscheinlich auch, ne? Wirst wahrscheinlich schon noch hunderte Farben von haben, die sich mal so im Laufe der Jahre halt angesammelt haben. Und wenn man halt neu anfängt, ist natürlich, dann muss man halt erstmal. Ja, deswegen hatten wir es jetzt so gemacht, wir haben immer bis jetzt zusammengemalt oder? Ja. Sag ich mal, konnte man immer halt Farben tauschen oder ausleihen oder sowas, weil das als Einsteiger halt ziemlich schwer, ne, immer gleich alles zu haben. Ja, weil so ein kleines Farbtöpfchen ist ja auch nicht das billigste, ne? Eben. Nee. Deswegen habe ich mir erstmal ein bisschen eingedeckt, ein Einsteiger-Set, ein paar Farben habe ich mir gekauft, die Pinsel, die dementsprechenden dazu und dann habe ich mal ein paar Farbschemen ausprobiert, die mir nicht so gefallen haben im Endeffekt und der Broodlord ist jetzt quasi das, wo ich dann meine ganze Armee drauf aufbauen werde, auf diesem Farbschema. Mhm. Und ich habe bis jetzt nur eine Figur fertig, aber beim nächsten Video seht ihr definitiv mehr. Ist auch ein bisschen gory geworden, das Ganze, ne? Ja. Wo soll die Reise denn hingehen? Also 40k, ne, Tyranniden. Ja. Und dann? Ich sag mal so, Einsteiger, ich muss mir ja da erstmal reinkommen in dieses ganze System. Ich kannte das Spiel vorher überhaupt nicht, bis ich dann bei dir zu Hause war, in den Raum mir das mal angeguckt habe. Auch so Computerspiel oder sowas gar nicht? Nee. Weil viele kennen das ja halt daher, also es gibt ja schon das Tabletop, gibt es ja schon ewig. Und die meisten kennen das ja halt durch die Computerspiele, weil das ja mehr so die Masse ansteuert. Ja. Und dadurch kannten das halt viele, aber das kannst du auch gar nicht. Nee. Ja. Also, war mir nicht vertraut. Also ein kompletter Neuling quasi, was das angeht. Genau, und da habe ich mir auch das dementsprechende Buch jetzt erstmal dazu geholt, das Tyranniden-Index oder Codex, genau. Das müsste ich mir auch erstmal durchlesen. Ja, ist ja für den Start unabdingbar sowas, ne, dass man einen Kodex hat. Ich habe immer noch keinen. Ja, traurig genug. Ja, dass man halt damit, dass man halt auch mal gucken kann, wer was kann. Und dann kann man halt ein bisschen blättern, lesen. Auch steht ja auch mal viel von der Story drin und sowas. Weil ist ja auch, wie man ja Warhammer kennt, ist ja auch ein sehr großer Hintergrundgeschichte in dem ganzen System. Da kann man sich ja Wochen und Tage lang, kann man sich ja theoretisch halt diese ganzen Geschichten durchlesen. Und was auch immer sehr cool ist, wenn man sich das mal... Genau, ich werde mir erstmal die Stories von den Tyranniden durchlesen und dann gucke ich mal, was für Charaktere, was sie für Punktzahlen haben, damit ich mir mal so meine Armee zusammenstellen kann und nicht einfach willkürlich irgendwas kaufe, sondern mir auch eine Armee zusammenstelle, die zu dem passt, was ich brauche. So hat man es auf jeden Fall früher gemacht, also ich für meinen Teil. Man hat immer gekauft und dann hat man festgestellt, ist alles scheiße. Ja, ganz am Anfang war es ja auch noch anders bei uns. Da hatten wir auch noch uns eine Regimentsbox gekauft, so wie es ja früher, also mal Fantasy haben wir ja angefangen damals. 6 Editionen. Genau, also da hat man sich eine Regimentsbox gekauft. Geil. Und die hat man dann angemalt und gebaut und angemalt. Und dann hat man die auch so, wie sie sind, eingesetzt. Ne? Da waren halt 19 Schwertkämpfer drin. 19 Schwertkämpfer, da hast du auch 19 Schwertkämpfer eingesetzt. Da hast du noch einen Hauptmann reingesetzt und dann war die Einheit fertig. So, die hat man halt gebaut, bemalt und dann hat man sich das nächste gekauft. Ja gut, du musst auch sagen, das ist ja auch schon über 15 Jahre her und da hat man auch keine Kohle gehabt. Stimmt, da war man noch Schüler und da hat man halt drauf gespart, dann hat man sich so eine Box gekauft, hat man die fertig gemacht, dann musste man erstmal wieder sparen, bis man sich dann wieder das nächste kaufen konnte. Ne? Und jetzt hast du die Kohle, gehst einfach in den Shop und kaufst eine ganze Armee. Ja. Wenn du es willst, sag ich mal. Ja, wenn man es will schon, das stimmt. Aber es ist eigentlich der falsche Weg. Ne? Eigentlich ist es, wie man halt damit angefangen hat, eigentlich besser. Ne? Step by step halt. Genau, kaufen, fertig machen. Weil so lernt man auch wenn man halt auch einen kleinen Trupp jetzt erstmal hat, fängt jetzt erstmal an, was ich mache, jetzt 500 Punkte zum Beispiel fertig, spielt dann, und dann lernt man halt auch so seinen eigenen Spielstil erstmal kennen und weiß so, was brauche ich denn fürs nächste noch, ne? Weil so, sagst du so, oh, jetzt fehlt mir halt irgendwie was Schnelles oder was einstecken kann oder sowas. Da kannst du halt, dann guckst du halt so, ja, was ist da für gut? Das, oh ja, das sieht ganz gut aus, dann kann ich mir jetzt das nächstes holen, weil das fehlt mir jetzt noch. Ja, du musst halt erstmal die Stärken und Schwächen rausfinden. Genau, und halt aus dem eigenen Spielstil, weil jeder spielt ja ein bisschen anders. Ne? Der eine ist ja mehr offensiv, defensiv, der andere schnell. Fernkämpfer, Nahkämpfer. Genau. Das ist ja immer so ein bisschen Auslegungssache, wie halt jeder Spieler auch so ist. Genau.
Und das muss man halt so ein bisschen erstmal rausfinden. Und deswegen ist das immer eine ganz gute Sache, wenn man halt so langsam anfängt und sich erstmal mit seiner Armee halt immer mit. Hör dazu. Mit steigender Erfahrung vom Spielen halt auch dann seine Armee halt aufbaut. Ja, dass ja. Man erstmal sieht, oh ja, sowas könnte ich noch gebrauchen, dann hole ich mir jetzt sowas in der Richtung. Ja, anders halt, wenn du jetzt eine fertige Armee holst, was ich jetzt hier 2000 Punkte, kaufst du dir direkt und dann steht fest, die Hälfte davon kann ich gar nicht mit anfangen, weil ich komme damit nicht klar. Also ich weiß jetzt nicht, wie ich die einsetzen soll. Ach, hör mir bloß auf, ja. Wie oft das schon in die Hose gegangen ist. Ja, deswegen ist es halt immer besser, wenn man das wirklich so langsam aufbaut. Gut, wenn man halt schon ein bisschen länger spielt, dann kann man ja schon anhand, was man, wenn man das liest, sieht man schon, was wer kann. Ne? Aber wenn man halt dann relativ neu ist und noch nicht so den Durchblick hat und vor allem seinen Stil noch nicht so kennt, worauf man so Wert legt, ist das immer ganz gut, wenn man halt wirklich dann so Step by Step anfängt, die Armee aufzubauen. Ja, das ist halt auch der Vorteil bei mir, dass ich euch habe, weil ihr das schon viele Jahre macht und so habe ich halt auch. Wenn ich Fragen habe, dann kann ich einfach nachfragen. Ja. Das stimmt, ja. Das stimmt, ja, aber trotzdem. Ob mir das viel nützt, das sehen wir ja, wenn irgendwelche Battle Reports kommen. Gnadenlos, nie einmal. Deswegen hätte ich auch gesagt, man könnte ja dann so ein 500-Punkte-Spiel machen, wenn du deine Sachen bemalt hast. Genau. Was ich, braucht man halt eine kleine Liste. Ich würde ein Imperium spielen und halt auch nichts Hartes ausstellen. Also ein paar Infanteristen halt, dass man diese 500 Punkte voll hat, dass du. Und dann könnte man ja dazu einen Battle Report machen. Genau. Sag ich mal, ne? Ja. Was ich eben noch einwerfen wollte kurz ist, es gibt ja auch viele diese Forengeschichte und so, wo sich viele Spieler halt auch Armeelisten aus dem Forum einfach kopieren und dann so spielen. So wie du. Ich? Ja. Nee. Ich weiß noch ganz genau bei den ganzen Turnieren, wie du vorher immer im Forum reingeschrieben hast, gegen was du spielst. Ich habe mich ausgetauscht, aber ich habe meinen Grundsatz habe ich selbst entwickelt. Ich habe nicht eine Liste kopiert. Eingefügt? Ja. Von anderen? Nee. Weil es gibt viele, die nehmen eine Liste, kopieren die 1:1 von anderen Spielern und versuchen dann damit zu spielen und kommen damit nicht klar. Warum kommen die damit nicht klar? Weil es die, ist ja logisch, ne? Weil die halt die Idee dahinter hatten, wie die Armee funktionieren soll. Und wenn man das einfach rausnimmt, dann kann man das nicht unbedingt wissen. Das ist halt auch eigentlich ein Fehler, wenn man das wirklich so macht. Man sollte sich schon wirklich mit dieser Armee auseinandersetzen. Und ich für meinen Teil mache das ja jetzt. Ich spiele eh keine Hard-Turnierlisten mehr. Ich spiele jetzt eigentlich nur das, so, was ich halt cool finde, worauf ich denn Bock habe. Oder was in deinem Schrank liegt. Oder was im Schrank liegt. Und nicht mehr einfach so gucken, was ist jetzt so das Meta, ne? Was man halt einsetzen muss. Ja, Gott. Das war früher, hat man das mal so gemacht, ja, aber mittlerweile. Ja, ist ja jedem selbst überlassen, ne? Ja, natürlich, ne? Also ich für meinen Teil, für mich ist das nichts mehr, weißt du, diese harten, knüppelharten Listen da und irgendwie jeden einzelnen Punkt noch rauskitzeln irgendwo und irgendeinen Mist noch einzusetzen und so. Kann jeder machen, wie er möchte, aber ich finde es halt mittlerweile interessanter oder halt spaßiger, wenn man halt so wirklich so Fun-Games hat, wo man halt sich auch so an so Kleinigkeiten hochziehen kann. Ne? Wie zum Beispiel in dem Spielbericht da, wo dann so ein Zwergenbesatzungsmitglied einfach mal meinen Wargulf kaputt geschlagen hat. Habt ihr bestimmt gesehen im Battle Report? Ja. Wenn nicht, schaut euch an. Ja. Ich fand's gut. So eine Sachen sind halt so Kleinigkeiten, dann, ja, da freut man sich dann. Oder? Ja, also ich habe mich gefreut. Ja, ich nicht. Aber das sind halt dann so Sachen, die man halt dann, bin ich mehr begeistert, als wenn man da wirklich dieses Turnier und dann so auf einem halben Zoll oder einem Millimeter da schon anfängt, da rumzufeilschen und so. Vor allem wie die Hardcore-Tabletopper, meine ich. Ja. Sondern just for fun. Ja. Also, wie gesagt, Hauptsache, also ich kann mich da mal anschließen und ich finde es momentan, also wir, das Spielen ist ja deutlich weniger geworden, seit wir den Kanal machen. Aber das Malen ist halt mehr in den Vordergrund gerückt und sieht halt auch mega aus, ne? Wenn du da so schön zwei bemalte Armeen auf dem Feld hast, ist ja jetzt egal, welches Spielesystem. Ja, ist besser als gut. Grau gegen Grau, ne? Ja. Ist ja so, ne? Also zu Testzwecken, sage ich mal, spielen wir nochmal mit unbemalten Figuren, aber dann ohne Kamera. Aber das ist auch recht selten geworden, ne? Ja, weil halt von Anfang an war ja schon unsere Idee dahinter, dass man halt wirklich nur auf dem Kanal nur bemalte Sachen zeigt. Nichts Unbemaltes. Weil, ich weiß nicht, das ist irgendwie, macht keinen Reiz aus, finde ich, wenn man einfach irgendwelche grauen Dinger sich da zusammenklebt, hinstellt und dann einfach sagt, hier, ich mache jetzt hier Spielberichte. Klar, kann jeder machen, wie er möchte, aber unser Ziel ist es eigentlich, dass wir das nicht machen, also dass wir das verhindern wollen. Das war auch so der Grundgedanke, warum man halt diesen Kanal angefangen hat, um auch mal seine Sachen zu bemalen, ne, und nicht einfach nur zu spielen. Du musst dich auch daran halten. Ja, ja, dass ich dann an die 1500 Punkte komme. Ne? Das, also wie gesagt, wir können auch gerne so spielen, ohne jetzt Kamera. Aber ist ja jeder für sich selbst. Ne? Genau. Wie du es machst. Ich werde erstmal das Einsteiger-Set, das werde ich erstmal komplett bemalen und dann werde ich mal gucken, was ich noch brauche und einsetzen werde. Und dann werde ich im nächsten Video sehen. Ja, da sind ja genug Punkte drin. Auf jeden Fall, wenn man das bemalt hat. Start Collection Box, ne? Ja, Start Collection Box und von mir ist ja auch noch ein paar Sachen gekriegt. Genau. Ein paar?
Ja, so wie den Arsch gesteckt. Ein paar Symbionten waren das und Schwarmtyrannen. Schwarmtyrannen war es noch, genau. Und was war das noch? Hier diese Gargoyles. Ja. Gargoyles waren das auch noch. Ja, ja, das ist auf jeden Fall schon eine gute Truppe denn zusammen. Da kann man auf jeden Fall schon mal ein Spielchen mitmachen. Ne? Ja. Trigon hast du ja auch noch, der ist ja in der Box drin und sowas. Genau. Ja, hochgerechnet hatten wir jetzt 850, 900 Punkte, sag ich mal so. Man kann, ja, wenn man halt sowas hat, dann kann man ja sagen, ja, hat genug Sachen, dann kann man ja ein 500-Punkte-Spiel machen. Genau. Und dann kann man auch mal vielleicht mal wechseln. Sagst du, ja, jetzt habe ich das so gespielt, jetzt wechsle ich mal 500 Punkte, dann kannst du ja was anderes reinsetzen. Genau, nimmst zum Beispiel Gargoyles raus, setzt für die Punkte wieder was anderes rein. Symbionten oder was auch immer halt. Und dann sieht man halt so, oh ja, das hat mir besser gefallen, dann baue ich darauf jetzt so auf. Da hat man halt so ein bisschen Auswahl. Genau. Ne? Also wenn man jetzt halt das, was man hat, direkt einsetzt, kann man auch machen, ja, aber dann ist es doch schöner, wenn man halt noch ein bisschen Sachen in der Hinterhand hat. Ne? Wenn ihr Tipps habt, könnt ihr sie einfach unter das Video schreiben. Falls, also wenn die Battle Reports kommen oder wenn ich jetzt Figuren vorstelle, wie ich vielleicht was zusammenstellen sollte, könnt ihr einfach unter kommentieren. Ja, und. Das ist auf jeden Fall ein guter Weg. Mehr fällt mir jetzt Ansatz. Auch gerade dazu nicht ein. Also. Ja, das ist auf jeden Fall schon gute Ansätze, ne? Dass man das halt so verfolgt. Ne? Wenn das halt weiter so. Läuft, dann wird das was, denke ich. Jo, denke ich auch. Ja, das soll es eigentlich schon mehr oder weniger gewesen sein. Kurzes Infovideo ist doch ein bisschen länger geworden. Und ja. Dann machen wir gleich noch ein kleines Video, wo ihr die Figur seht, wie sie bemalt ist. Und dann, ja. Willst du es wirklich zeigen? Ob ich ihn wirklich zeigen will? Findest du ihn so scheiße? Ich weiß noch, wie meine ersten Modelle aussehen. Also wirklich. Meine waren top. Ja, genau. Meine Helebahnträger waren ja wohl mega. Manuel hat mal Helebahnträger angemalt. Also die guten alten imperialen Helebahnträger. Und ich glaube, wie viele Schichtenfarbe waren da drauf? Drei? Vier? Weiß nicht. Ich habe. Erstmal muss man dazu sagen, dass das war. Zweimal grundiert? Nee, dreimal glaube ich. Dreimal grundiert? Ich hätte die, glaube ich, erst schwarz grundiert. So, ich habe die ja damals in diesem Farbschema Talabheim angemalt, falls ihr da was mit anfangen könnt. Das sind diese rot-weißen. Genau. Rot-weiß-Essen. Ja, rot-weiß-Essen. Und ich habe ja schwarz grundiert. Dann habe ich festgestellt. Schwarz ist eigentlich scheiße, weil deckt weiß nicht drauf und rot deckt auch nicht drauf auf schwarz. Macht Sinn, ne? So, dann habe ich gedacht, grundierst du die weiß über. Dann habe ich die weiß über grundiert. War aber auch irgendwie scheiße, warum auch immer. Dann habe ich sie wieder schwarz grundiert. Und dann war irgendwann so eine dicke Farbschicht da drauf, dass man schon eigentlich gar keine richtigen Details mehr gesehen hat. Gar keine Konturen mehr, die Dinger. Ja. Die haben ja so Puffärmel, ist alles vollgelaufen mit Farbe. Und früher war man ja noch nicht so sicher mit dem Pinsel. Angefangen muss man dazu sagen, ich habe auch noch Revell-Farben dafür verwendet. Das kommt auch noch dazu. Und dann, als er die Gesichter angemalt hat, der eine hat hier ein Auge und da ein Auge. Ja, man hat gar keine Kontur mehr gesehen. Du wusstest also ja gar nicht, wo die Nase ist. Verschoben. Ja, aber hast du jemanden mal gesehen, der hier irgendwo an der Wange ein Auge hat und oben an der Stirn? Bestimmt. Derjenige kann sich bitte mal melden. Der zweite Anfang. Schade, dass wir mittlerweile. Es gibt auch Leute, die sagen jetzt immer noch, wenn du Figuren hast von denen, oh, das ist der Anfang. Das war am Anfang, sah das so aus. Ja. Haben wir immer noch Leute. Also wenn ihr meine Figur sieht und Verbesserungsvorschläge habt, schreibt einfach drunter. Auf jeden Fall. Sonst schmeißen wir einfach in die Mülltonne. Also ich habe da, hab da schon auf jeden Fall Verbesserungssachen, die ich machen will, werde ich vielleicht auch noch erzählen. Ja, man muss ja halt erstmal anfangen, ne? Ja. Und gucken, wie es sich denn. Naja. Entwickelt. Das wird ja alles mit der Zeit. Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne, jetzt kommt die Mini. Geri, erzähl noch ein bisschen was dazu und wir sehen dann raus, ne? So ist es. Also, bis zum nächsten Mal. Schönen zweiten Advent. Macht's gut. Ciao. Ciao. Tschüss. Ja, was ihr hier jetzt seht, ist quasi meine erste fertig bemalte Figur. Das ist ja ein Tyranniden-Blutlord. Ich habe mir erst überlegt, wie soll ich ihn bemalen, habe hin und her probiert, ist mir auch gefallen, dass das Farbschema schwarz-weiß mir sehr gefällt. Das erinnert mich immer so ein bisschen an, ja, sagen wir mal, Eismonster. Und ja, dann habe ich das halt ausprobiert. Und weil es ja ein Blutlord ist, habe ich mir halt überlegt, dass ich quasi an seinen Klauen und an seinem Maul überall Blut ran schmiere und an dem Boden das mit Blut vollmale. Dann habe ich noch ein bisschen Kunstrasen dazu gekauft, draufgeklebt. Eigentlich wollte ich es so machen, dass es quasi so eine Eislandschaft ist. Das habe ich jetzt nur mit weißer Farbe gemacht, aber ich werde das, denke ich mal, in Zukunft mit Kunstschnee machen, dass das ein bisschen authentischer aussieht und eventuell an den, sag ich mal, an den Mäulern von den Tyranniden quasi Fäden runterhängen lassen, dass es aussieht wie Schleim, das aber auch alles voll verblutet ist. Und ja, das ist quasi das Endresultat meiner
ersten richtigen fertig bemalten Figur. Ja. Ja, wenn es noch Verbesserungen sind. Ne? Ja, falls noch Verbesserungsvorschläge sind, dann könnt ihr es ja drunter schreiben unter das Video. Und ja, ansonsten bin ich soweit. Ja, mit der Vorstellung fertig. Ich bedanke mich und tschüss.